Ja, dat las ik. Je ziet een couple of weeks in Holland. Wie gefällt's Ihnen? Ja, erster Eindruck ist sehr positiv, sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl hier mit meiner Frau, auch im Team fühle ich mich sehr wohl. Und bisher nur positive Eindrücke gehabt. Ja. Sie haben vorige Woche in die Zeitung gesagt, ich möchte gern die erste Wedstrijd spielen gegen Ajax. Warum? Ja, so war die Auslosung, dass der erste Wettstreit gegen Ajax gespielt wird. Und darauf waren wir vorbereitet. Und es ist schön, dort auswärts zu spielen. Sicherlich war es nicht einfach, im ersten Spiel direkt dort zu bestehen, aber das haben wir gut hinbekommen. Und das Resultat? Ja, das war durchaus positiv. Auch wenn wir hätten 3 Punkte mit nach Hause nehmen können, weil es möglich war, war es schon eher ärgerlich, das 1-1. Aber wir können schon mit dem Punkt in Amsterdam zufrieden sein, aber wir müssen jetzt natürlich nachlegen. In die Nachtspielzeit kamen Sie mit Matthijs de Ligt in Botsing. Ja? Wie ist mit der Wunde? Ist alles gut, alles verheilt, mir geht's gut. Ja. Kannst du Sonntag spielen, auf Samstag? Ja, ich fühle mich fit und ich kann spielen. Ja. Können wir die Wunde etwas sehen? Das ist mit Kleber, Pflaster, ist schon drauf. Kommenden Samstag, die erste Heimspiel. Genau, da freue ich mich sehr drauf, auf das erste Heimspiel. Ja. ADO Den Haag, was wissen Sie davon? Ja, Sie haben sicherlich Offensivqualitäten durch Ihre robusten Spieler, durch die Kopfballstärke. Darauf werden wir auch vorbereitet sein und wir müssen einfach mit 100% ins Spiel gehen hier zu Hause. Da muss der Rasen brennen. Ja. Sie haben verloren nächstes Weekend. Ja, das interessiert mich nicht. Aber Sie sind voll aufgespannt, hier zu winnen. Ja, ich denke, das ist jedes Team, aber wir müssen es einfach mehr wollen, auch als der Gegner. Wir spielen hier zu Hause und wir müssen hier mit breiter Brust auftreten und einfach die 3 Punkte hier zu Hause behalten. Und was machen, was bringen für die Supporter? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen die Supporter natürlich auch belohnen. Wir hoffen, dass das Stadion hier voll wird und dass die Supporter uns fleißig unterstützen und Stimmung machen. Aber davon gehe ich aus und dann können wir uns alle als Team und auch die Supporter können wir belohnen, wenn wir hier gute Leistungen bringen. Sie haben ein gutes Gefühl wie das Spiel? Ja, auf jeden Fall. Wir haben die Woche gut und intensiv trainiert. Wir haben uns gut auf den Gegner vorbereitet und ich bin guter Dinge.